Hallo bei Kosis Deko-Tipps. Wir haben uns jetzt so beeilt, damit wir noch ein paar Sonnenstrahlen kriegen da heraus. Es ist traumhaft schön. Und wir machen heute eine weiße Tischdeko, die passend ist für Weihnachten. Oder wer schon weiß, was er zu Weihnachten macht, für Silvester war das perfekt. Rat einmal, was wir brauchen, Alina. Das, was da steht. Ein Brett. Wir holen uns ein Brettl vom Marco sein Brettl-Lager. Can we work it out? Only time. Schauen wir, ob wir es finden. It's gonna take a lot. Cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Wir müssen uns beeilen, weil die Sonne geht fast oben. Ist das für mich? Ja. Danke. Ja, glaubst du, kannst du das eine schnell auseinander? Bitte. Entschuldigung. Aber wir haben so eilig. Das ist da, das ist da ungefähr. Bitte. Danke. Sollen wir beim eckigen Tisch drüben arbeiten? Jetzt waren wir 5 Minuten weg. Okay, aber da ist ein Baum jetzt da. Und die Sonne ist weg. Jetzt schauen wir, Alina, ob wir drüben. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a while. Cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work? I still want all of you and I know all your colors. And I guess cause of that I can think of no others. Yeah, I need you to breathe without you, I'm lost. I'm lost, yo. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond. Jetzt gehen wir noch zum Lavendel und schneiden uns ein paar so silbrige Triebe an. Lavendelduft, Lavendelduft zu Silvester, dann kommt man gleich gelassen ins neue Jahr. Auch nicht schlecht. Funktioniert bestens. Ist doch.
Genau, Lea, sage ich, Alina. Der Markus hat gesungen, gestern oder vorgestern, mit Gitarre, eben das Country Roads. Und ich finde, im Ernst, jetzt, er kann so gut singen. Er hat so eine gute Stimme. Also, er hat so ein Potenzial, Wahnsinn. Das kannst du jetzt mal auf Insta posten. Oder in dein Video einbauen. Vielleicht baue ich es jetzt da ein, weil. Ich finde, ich habe ja gesagt, er müsste ein bisschen üben. Er hat einfach so eine schöne Stimme. I belong in West Virginia, Mountain Mama, take me home, oh country roads. Eine Girlande, ohne dass man eine Girlande binden muss. Ich finde, das ist genial. So einfach, das kann einfach wirklich jeder. Da muss man kein Talent haben zum Dekorieren oder zum Florist. Muss man kein Florist sein. Also, und das ist halt was, was trocknet und das schaut in ein paar Wochen genauso aus. Schleiergrad, wenn man es trocknen lässt, schaut wirklich schön aus. Also das bleibt ziemlich so und so Eukalyptusblätter sind das. Die bleiben auch so, der Lavendel sowieso. Also das ist echt eine dauerhafte Deko. Am schönsten ist natürlich jetzt so frisch. Also wenn man Einladung hat, dann macht man das einfach am selben Tag. Oder am Tag vorher steht es kühl und spritzt es vielleicht mit Wasser und dann schaut es genau so aus. Und jetzt haben wir da noch Stabkerzenspieße, dann hat man noch das Kerzenlicht, dann hat man alles in einem und braucht es nur so am gedeckten Tisch hinstellen. Jetzt gehen wir um, Alina, da ist die Bohrmaschine, weil die Sonne ist weg, leider, und montieren die noch da drauf. Und der Kaffee ist auch da. Na, und das war so einfach und so schnell gemacht. Also, tack, 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 tackern. Und das trocknet ja so. Ja. Cool. Echt cool. Jetzt
habe jetzt war Kameramädchen. Ja, bleib da als Bäckerin. Danke, Alina. Alina hat bis jetzt gefilmt und jetzt filmt bitte die Lea. Danke, voll cool. Young, and we didn't want to be exposed. Even though it was cold, we were never wearing proper clothes. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, smoking cigarettes behind the school. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, you know. Das ist ein Wahnsinn, Lea, wie das zusammenpasst. Also, schöner geht's nicht. Schaut so leer aus. Das ist schön.
Fantastico. Jättefint. Schwedisch. Ich finde, das ist sowas von perfekt. Fertig ist in so Ruckzuck-Deko, kann man echt sagen, weil das war innerhalb von Minuten fertig, gell, ruckzuck ist das gegangen. Es ist echt schnell gegangen. Und das Coole ist, dass man die Stabkerzenspieße auch als kleine Vasen hernehmen kann. Da haben wir die Schneerosen einer da, die Blüten. Das schaut so lieb aus, also echt. Es war total schön, also für eine Hochzeitsdeko. Weil das kann man sich vorbereiten alles und das war so eine gute Idee für eine Hochzeitsdeko, gell? Nämlich auch das mit den Eukalyptusblättern, weil das halt auch so gut hält. Also das mit den Kerzen heraus funktioniert nicht ganz. Aber das ist jetzt eh eine Deko für drinnen. Wir haben es halt heraus gemacht, weil es Licht so schön ist und wir freuen uns, wenn wir wieder ab und zu heraus dran können. Was gibt es da jetzt noch zum Sagen? Ja, das habe ich vorher gesagt. Das ist total gut haltbar. Ist ein super. Also es geht jetzt als Weihnachtsdeko, Tischdeko oder man kann das ja mit anderen Sachen aufdackern. Einfach die Idee mit dem Dacker finde ich so gut, weil das geht so schnell. Da braucht man nichts kennen. Und natürlich das mit den Hyazinthen, die habe ich jetzt nur so hergestellt. Die konnte man auf einen Nagel, also dass man unten einen Nagel durchhammert und die Hyazinthen dann draufsteckt, dann ist das ein bisschen stabiler. Noch eine kleine Shop-Werbung. Wir haben jetzt ein neues Motiv bei der Serie Dani und das ist, es wird aber schöner. Das ist so ein Traum. Ich liebe es. Ich glaube, wir haben bald gesagt, gell? Das war halt ein schneller Dreh. Für das ist unglaublich schön geworden. Ich habe voll die Freude. Das schaut so lieb aus. Also das kann jeder nachmachen. Wenn man das als Silvesterdekoration hernehmen will, kann man ja ein paar Blätter eine da mit 2024. When winter comes, I'll see you again. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich freue mich da echt total, wenn ihr meine Videos anschaut. Noch mehr freue ich mich natürlich, wenn es euch gefallen und wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn ihr mir einen Kommentar schreibt. Und super war es, wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke aktiviert, das kostet nichts und dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir aufkommt. Und extrem unterstützen, da sind es natürlich, wenn ihr bei uns im Webshop reinschaut. Wir verlinken immer die Produkte, die wir hernehmen im Video, unten in der Infobox. Ja, genau. Ich bin froh, dass wir heute noch einmal heraus zum Filmen haben können, weil es wird jetzt wieder stürmisch werden und nicht so nett. Ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, ihr seid am Sonntag wieder mit dabei, weil ich glaube, es gibt auf jeden Fall ein kurzes Video. Bis dahin alles Gute und ciao.